Vergiftungen und Impfungen durch Chemtrails. Wie schon zuvor angemerkt, sind sogenannte Chemtrails auch eine Form von Impfungen. Da die Zahl der Impfverweigerer die letzten Jahrzehnte stetig wächst, ist man dazu übergegangen, die Leute eben zusätzlich über die Luft zu impfen. Was sind nun Chemtrails? Das sind chemische Kondensstreifen, die aus Flugzeugen aus großer Höhe versprüht werden, sich langanhaltend ausbreiten und eine graue, zugezogene Wolkendecke bilden, die die Sonnenstrahlen nicht mehr durchlässt. Das Ganze ist auch unter dem Namen Solar Radiation Management bekannt. Verfahren zur Beeinflussung der Sonneneinstrahlung. Wovon wieder das SAI-Verfahren, SAI ist gleich Stratospheric Aerosol Injection, am bedeutendsten ist, also die Ausbreitung von Aerosolen in der Tropopause, der Grenzschicht zwischen der Stratosphäre und der Troposphäre. Dieser Grenzbereich liegt in einer Höhe von 8 Kilometern an den geografischen Polen und bei etwa 18 Kilometern am Äquator. Das Ganze soll augenscheinlich dazu dienen, der durch den Klimawandel von der Wissenschaft vertretenen These der Erderwärmung entgegenzuwirken. Diese Art der Wetterbeeinflussung nennt man im Englischen auch Geoengineering. Seitens des deutschen Bundesumweltamts werden die Chemtrails in die Ecke der Verschwörungstheorien gestellt. Die Massenverblödungsmedien blasen natürlich ins selbe Horn, bis auf hitzekleine Teilausnahmen. Was ist denn auch sonst anderes zu erwarten? Der Ausdruck Chemtrails wurde einst vom ehemaligen US-Präsidentschaftskandidaten Dennis Kucinich in einem US-Gesetzesentwurf zum Schutze der Atmosphäre und des Weltraums geprägt. Space Preservation Act, HR 2977. Kucinich, der Zugang zu geheimen Militärakten hatte, forderte, dass exotische Waffensysteme der Militärs, gerade auch im Weltraum, verboten werden, zu denen er auch explizit die Chemtrails auflistete. Zu den anderen exotischen Waffensystemen zählt des Weiteren elektronische und psychotronische Waffen, Niedrigfrequenzwaffensysteme, Plasma-, Schall-, Ultraschall- und elektromagnetische Waffen, Laserwaffen, chemische, biologische, umwelttechnische, klimatische und tektonische Waffen, strategische, taktische oder extraterrestrische Waffen. Der Ausdruck exotische Waffensysteme schließt Waffen mit ein, die den Weltraum oder natürliche Ökosysteme schädigen, wie zum Beispiel die Ionosphäre, obere Atmosphäre, sowie Waffensysteme, die die Absicht haben, Bevölkerungen oder Regionen auf der Erde oder im Weltall zu schädigen bzw. zu zerstören. Sie können es gerade nicht glauben? Lesen Sie am besten selber auf der Seite des US-Kongresses nach. Viele Skeptiker würden jetzt immer noch behaupten, dass die Chemtrails in Wahrheit gewöhnliche Kondensstreifen seien. Hier möchte ich gern mal die Frage in den Raum werfen, ob diese Skeptiker Tomaten auf den Augen haben und sich das Wettergeschehen am Himmel die letzten Monate und Jahre tatsächlich mal angeschaut haben. Die Frage ist absolut ernst gemeint. Denn da draußen sehe ich die meisten Leute wie Zombies umherlaufen, die nur noch auf ihr Smartphone vor ihrem Dickschädel glotzen und denken, sie wären die Krone der Schöpfung und hätten die universelle Weisheit mit großen Schaufeln gegessen. Dann gibt es jene Leute, die draußen vor sich hergehen und mit abgesenktem Kopf ständig nur auf den Boden starren und anscheinend in ihrem Leben nie mal nach oben gucken. Ich wette, Sie haben solche Spezies auch schon häufig draußen herumlaufen sehen. Häufig sieht man auch eine Kreuzung der beiden Exemplare, also Leute, die ihr Smartphone vorm abgesenkten Kopf halten und manchmal beim Überqueren von Straßen von Autos fast umgefahren werden. Aber gut, um einmal die Abgrenzung der Chemtrails von den Contrails, Kondensstreifen, fundiert darzustellen, finden Sie nachfolgend eine leicht verständliche Erklärung. Übliche Kondensstreifen, Englisch Contrails, entstehen während des Flugbetriebs in Höhen über 6000 Meter im Wesentlichen, wenn Wasserdampf und rußhaltige Triebwerksgase auf relativ kalte Luft treffen. Bei Temperaturen unter minus 40 Grad Celsius sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 100% oder mehr. Je höher die relative Luftfeuchtigkeit ist, desto langlebiger sind die Kondensstreifen.
Diese langlebigen Kondensstreifen verbreitern sich mit der Zeit und sind irgendwann nicht mehr von den natürlichen Cirruswolken, die sich in den gleichen Höhen bilden, zu unterscheiden. Übliche Kondensstreifen überdauern je nach Verbrennungsprozess, Triebwerkswärme und aktueller Wetterlage nur wenige Sekunden bis maximal ca. 20 Minuten. Ein echter Kondensstreifen bildet sich erst in ungefähr 1,5 Flugzeuglängen hinter dem Flugzeug aus, da der heiße Wasserdampf für seine Kondensation entsprechend Zeit benötigt. Chemtrails treten hingegen direkt, ohne Lücke, aus den Trag- oder Heckflächen aus. Verkehrsflugzeuge fliegen in der Regel in der Tropopause in einer Höhe von rund 10.000 Metern oder etwas höher. In diesem Bereich liegt die relative Luftfeuchtigkeit regelmäßig deutlich unter 100%, was sich auch an der in diesen Höhen meist äußerst geringen bis fehlenden Wolkenbildung ableiten lässt. Wo sich aufgrund zu geringer relativer Luftfeuchtigkeit keine Wolken ausbilden, können auch keine langlebigen Kondensstreifen überdauern. Es sei denn, es handelt sich um künstlich ausgebrachte, bedeckungsbildende Aerosole mit anderem Kondensationsverhalten als normale Kondensstreifen. Die Entwicklung der Wasserdampfmengen in der Stratosphäre zeigt Untersuchungen zufolge eine abnehmende Tendenz, was die Ausbildung langlebiger Kondensstreifen zusätzlich erschwert. So haben Messungen des Meteorologischen Observatoriums in Lindenberg in der oberen Troposphäre seit den 70er Jahren eine Abnahme der relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 4% gezeigt. Die gemittelte relative Luftfeuchtigkeit im bisherigen Beobachtungszeitraum beträgt ca. 40%. Wie viel Wasserdampf die Atmosphäre im Bereich der oberen Troposphäre bis unteren Stratosphäre aufnehmen kann, wird stark von der herrschenden Lufttemperatur bestimmt. Mit sinkender Temperatur nimmt die Kapazität der Luft, Wasserdampf aufzunehmen, nicht linear ab. Während die Schwellwerte für Temperatur und Feuchte lediglich die Bedingungen zur Bildung von Kondensstreifen definieren, muss zur Persistenz von Kondensstreifen ein zusätzliches Kriterium erfüllt werden, nämlich die Übersättigung der Atmosphäre bezüglich der Eisphase. Andernfalls bilden sich nur kurzlebige Kondensstreifen, die sich nach Vermischung mit der Außenluft rasch auflösen. Moderne Flugzeuge und Hubschrauber sind ungefähr seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts in der Regel mit zwei Stromturbinen-Luftstrahltriebwerken mit hohem Nebenstromverhältnis ausgerüstet und produzieren praktisch keine beständigen Kondensstreifen. Ich denke, spätestens jetzt sollte das nun einleuchtend sein. Es existiert sogar ein US-amerikanisches Patent mit der Nummer US 200 900 322 14, welches das Ausbringen von Aerosolen, Emissionen in großer Höhe zur Blockierung der Sonne im Rahmen der Eindämmung des Klimawandels beschreibt. Offizielle Aussagen über Chemtrails. Interessanterweise wurde selbst auf dem deutschen TV-Sender ZDF die Bevölkerung in einem Beitrag auf die Existenz von Chemtrails dazu eingestimmt, als es darin hieß, dass Forscher an einer Lösung zur Eindämmung der Erderwärmung arbeiten, welche vorsehe, weltweit giftiges Schwefelpulver in der Atmosphäre durch Flugzeuge auszubringen, um die Sonnenstrahlen zurückzureflektieren. In einem ZDF-Wetterbericht erklärte der Wettermoderator anhand der Karte Deutschlands, dass jene Schlangenlinien vermutlich durch Militärflugzeuge ausgebracht wurden, die mit dem Wetter so nichts zu tun haben. Auf einer von den Vereinten Nationen organisierten Konferenz zum Klimawandel, keine UN-Sitzung, hielt Rosalind Peterson, Präsidentin der Agriculture Defense Coalition, Koalition zur Verteidigung der Landwirtschaft, im September 2007 eine Ansprache, in der sie auf Wetterbeeinflussung durch über die Luft aus zumeist nicht kommerziellen Flugzeugen versprühte Chemikalien hinweist und dass durch die Blockierung der Sonne diese Art der Wettermodifizierung sich nachteilig auf zukünftige Ernten auswirkt sowie allgemein die Anbausaisons in der Landwirtschaft beeinflusst. Denn weniger Sonne bedeutet weniger Photosynthese für die Pflanzen. Ein solch chemisch angereicherter, andauernder Kondensstreifen kann sich nach ihren Aussagen bis auf 4000 Kilometer weit ausdehnen
und 20 Stunden lang anhalten. Sie zitiert zudem Studien von der NASA, US-amerikanische Weltraumbehörde, die besagen, dass diese von Menschen gemachten Wolken die Wärme in unserer Atmosphäre einschließe und somit überhaupt, zumindest teilweise, zur globalen Erwärmung erst beitragen würde, während ja sonst behauptet wird, dass gesprüht wird, um die Erderwärmung zu stoppen. An diesen Sprühaktionen sei sowohl die NASA als auch die US-Luftwaffe beteiligt, die laufend kanisterweise Chemikalien in der Atmosphäre ausbringt, ohne jedwede Regulierung. Unter diesen ausgebrachten Chemikalien befinden sich auch Aluminium, Barium und Strontium, welche, so Peterson, Pflanzen und Bäume zerstöre, da die Wurzeln durch die Vergiftung nicht mehr in der Lage seien, ausreichend Wasser oder Nährstoffe aufzunehmen. Die Chemikalien gelangen ebenfalls in unser Grund- und Trinkwasser. Zudem erwähnte sie, dass die Flugzeugemissionen vermehrt Salpetersäure in die Atmosphäre bringen, die wiederum die Ozonschicht verringert, laut einem Bericht der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde. Von den Impfungen wissen wir bereits, dass Aluminium das Hirn zerstört und Alzheimer auslösen kann. Eine weitere Bestätigung kommt dann auch direkt von der US-Luftwaffe, wo Kristen Megan 9 Jahre lang im Bereich Bio- und Umwelttechnik als Industriehygienikerin und Umweltexpertin arbeitete. Teil ihrer Arbeit war es, als Kontrollinstanz Chemikalien freizugeben und zu prüfen, wer diese anfordert und für welche Zwecke diese gebraucht werden. Mit der Zeit wurde sie aufgrund großer Mengen von zum Einsatz vorgesehener Chemikalien skeptisch, da die Behälter keinerlei Angaben über den Hersteller aufwiesen oder einer militärischen Abteilung zugewiesen waren, was nicht dem Standardprotokoll entsprochen hatte. Als sie anfing, Fragen zu stellen, fing man an, sie zu dämonisieren und ihr zu drohen, sie in eine Anstalt einzuweisen und ihr die Tochter wegzunehmen. Seitdem hat sich ihr Leben geändert, sowie ihre Haltung zum US-Militär. Unter den Chemikalien, die sie in riesigen Mengen zu Gesicht bekam, befanden sich zufälligerweise Aluminium, Barium, Strontium und Sulfate, Salze oder Ester der Schwefelsäure. Die Verbindung zu den Chemtrails fand sie dann schnell, als sie selbst in ihrer Umgebung Luft- und Bodenproben entnahm, sie analysierte und in ihnen exakt dieselben chemischen Komponenten wiederfand. Laut ihren Schlussfolgerungen werden die Chemtrails aus diversen Gründen versprüht. Wenn man den Menschen ihre Nahrung und ihr Ökosystem zerstört, so hat man sie richtig unter Kontrolle. Die Agrarindustrie verdient daran, Pestizide, Genpflanzen und auch Spekulanten-Insider können davon profitieren, wenn sie beispielsweise bereits vorab wissen, wo und wann es wie viel regnen wird. Ernteerträge oder Ausfälle, Börsenpreise etc. Auf einer öffentlichen Anhörung der regionalen Luftqualitätsmanagementbehörde in Shasta, Kalifornien, im Jahre 2014 kamen Piloten von kommerziellen Passagierflugzeugen, ehemalige Piloten der US-Luftwaffe, Ärzte und Wissenschaftler zu Wort, die alle die Existenz und Eigenschaften von Chemtrails bestätigten. Bei dieser Anhörung wurden unter anderem folgende Insider-Aussagen getätigt. Es wurde von Flugzeugen berichtet, die keine Passagiere an Bord und auch keinen Transponder-Code haben, also quasi anonym unterwegs sind, die meilenlange Chemtrails versprühen. Diese Sprühflugzeuge werden von Mitarbeitern in Chemieschutzanzügen beladen. Warum? Wenn das alles angeblich harmlos sein soll, was gemacht wird. Aufgrund der Ausbreitung von mikronisiertem Aluminium kann ein 25-prozentiger Anstieg von Lungenkrankheiten und fast eine Vervierfachung von Parkinson-Erkrankungen und anderen neurodegenerativen Erkrankungen sowie eine erhöhte Anzahl von Alzheimer-Fällen beobachtet werden. Nanopartikel erzeugen Zelltod im Gehirn. In Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Hyperaktivitätsstörung und Autismus wurden hohe Mengen an Aluminium gefunden. Nach einer entgiftenden Ausleitung kehrten sie zum Normalzustand zurück. Neben Aluminium wird die Ausbreitung von Barium, Strontium und Mangan erwähnt. Es wird klargestellt, dass Aluminium als Verbindung natürlich vorkommen kann,
aber nicht in freier Form, wie es in der Luft und im Boden vorgefunden wird. Dies sei nicht normal. Wenn die Sonne eine weiße Trübung aufweist, dann liegt Aluminium in der Luft. Chemtrails unterdrücken das Immunsystem. Neben Metallen und Chemikalien enthalten die Chemtrails laut den Aussagen der schwedischen Grünen-Politikerin Pernilla Hagberg auch Viren und Virenfragmente, wie die Seite naturalnews.com auf Berufung eines Artikels der schwedischen Zeitung Katrine Holms Kurieren berichtete. Letztere löschte den Artikel jedoch wieder von ihrer Seite. Versprüht werden außerdem unter anderem auch Arsen, Bazillen und Schimmelpilze, Quecksilber, Blei, Nickel, Schimmelpilzsporen, Polymerfasern, Mykotoxine, Nanoaluminiumbeschichtetes Fiberglas, Submikronpartikel, die lebende biologische Materie beinhalten, sowie rote und weiße Blutkörperchen von Menschen, wie unabhängige Analysen laut einer US-amerikanischen Aktivistenseite und die Bürgerinitiative saubererhimmel.de bestätigen sollen. Wenn also sowohl in Impfungen als auch über Chemtrails Virenteile bzw. Virenfragmente verbreitet werden, so kommt man schon fast zu der Schlussfolgerung, dass Impfungen und Chemtrails eine Zwei-Komponenten-Waffe gegen uns nutzlose Esser sind. Das heißt, dass bestimmte Virenfragmente, die über Impfungen verabreicht werden, durch bestimmte Virenfragmente über die Chemtrails im Körper aktiviert werden. Gut möglich, dass beispielsweise über Impfungen einst verabreichte inaktive und schlummernde Substanzen durch passende Aktivatoren aus Chemtrails und/oder Nahrungsmittel erst ihre verheerende Wirkung entfalten. Der umgekehrte Weg kommt natürlich auch in Frage, also dass Gifte über Chemtrails durch Gifte in den Impfungen aktiviert werden. Gerade auch deshalb sollte man zusätzliche Vergiftungen da vermeiden, wo es tatsächlich noch möglich ist. Doch auch das Metall Lithium wird laut der Wissenschaftlerin Anne Fillmore zumindest in einigen Regionen testweise in den USA versprüht. Lithium wird in der Medizin für gewöhnlich bei bipolaren Störungen und schweren Depressionen verschrieben. Die Liste an möglichen Nebenwirkungen ist laut Fillmore nicht ohne. In allererster Linie Lethargie. Man fühle sich schwer und wie unter Medikamenteneinfluss. Muskel- und Gelenkschmerzen. Undeutliches Reden und unscharfes Sehen. Verwirrung, Halluzinationen. Plötzliche Gewichtszunahme. Magenprobleme, die zu Durchfall oder Verstopfung führen können. Störung des Hormonsystems, endokrines System. Magen schwillt an, als sei man schwanger. Haarverlust. Appetitverlust. Impotenz. Dass die NASA unter dem Vorwand von Raketenexperimenten Lithium absondert, dürfte sicherlich nur ein dummer Zufall sein. Schaut man sich an, wer bei der finanziellen Unterstützung von Wissenschaftlern dabei ist, die sich für groß angelegte weltweite Klimabeeinflussung, Geoengineering, einsetzen, so ist Primus Bill Gates ganz vorn mit dabei. Ist es Zufall, dass Billy sowohl Impfungen als auch Chemtrails liebt? Nicht unerwähnt in diesem Zusammenhang dürfen die Vereinten Nationen sein, denn die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ein Impfprojekt ausgearbeitet, das vorsieht, über Aerosole, also über die Luft, die Masernimpfung auszubringen. Das können Sie übrigens auf der Webseite der WHO nachlesen. Für eine Überraschung sorgte die am 24. März 2017 eingereichte Gesetzesvorlage H6011 des US-Bundesstaates Rhode Island mit dem Namen Geoengineering Act of 2017, Gesetz zur Klimabeeinflussung von 2017, welches das Geoengineering kritisch betrachtet und gesetzlich regulieren will. So heißt es in der Gesetzesvorlage unter anderem: Geoengineering wird hier als die absichtliche Manipulation der Umwelt definiert, die nukleare, biologische, chemische, elektromagnetische und/oder andere physikalische Wirkstoffe einbezieht, die Veränderungen der Erdatmosphäre und/oder der Oberfläche bewirken. B.
Die Generalversammlung von Rhode Island stellt fest, dass das Geoengineering viele Technologien und Methoden mit gefährlichen Aktivitäten umfasst, die die menschliche Gesundheit und Sicherheit, die Umwelt und die Wirtschaft des Staates Rhode Island schädigen können. C. Es ist daher die Absicht der Generalversammlung von Rhode Island, alle Geoengineering-Aktivitäten zu regeln, wie es weiter unten in den Bestimmungen und Bestimmungen dieses Kapitels dargelegt ist. Die Liste an aufgeführten Techniken zur absichtlichen Manipulation der Umwelt beinhaltet beispielsweise Solar Radiation Management, SRM, oder was manche als Chemtrails bezeichnen, bodenbasiertes Geoengineering und oder atmosphärenbasierte Einsätze desselben, einschließlich der Werkzeuge und Fahrzeuge, um dies einzusetzen, inklusive Drohnen, Schutz mittels Wolkenabdeckung und Wolkenaufhellung, Weltraumsonnenschirme oder Sonnenschutzschilde, Solarschutzschilde oder atmosphärische Sonnenschutzmittel, zum Beispiel reflektierende Partikel wie Schwefeldioxid und Aluminiumoxid, künstliche Ionosphäre, zum Beispiel Plasmawolken mit hoher Dichte, Ozeandüngung mit Eisen oder Kalk, Wiedervereisung oder Kühlung der Arktis durch künstliche Mittel, genetisch modifizierte CO2-verzehrende Plastikbäume, atmosphärischer Einsatz von Hochfrequenz, Mikrowellenstrahlung, Flugzeug-Geoengineering-Aktivitäten. In derselben Gesetzesvorlage werden sogar mögliche Konsequenzen durch all diese Klimabeeinflussungsmethoden aufgezählt. Globales Verdunkeln reduziert die Absorption von Vitamin D bei Mensch und Tier. Reduzierte Photosynthese. Lokale Niederschlagsmuster verändern sich. Chemische Inhaltsstoffe in den lokalen Niederschlägen. Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden, wenn die Partikel auf die Erde fallen. Verschlechterung der Gesundheit bei Menschen, Tieren und Pflanzen und anderen lebenden Organismen. Beschleunigung der Verluste in der Artenvielfalt und bei den Arten. Weniger direkte Sonneneinstrahlung auf der Erde. Aktuelle Schätzungen gehen von 25-30% weniger Sonnenlicht aus, das die Erde wegen des Chemtrail-Sprühens erreicht. Anstieg des sauren Regens, Schwefel- und Aluminiumoxid. Dürren und Überschwemmungen, Erhöhungen der ultravioletten Strahlung UVA, UVB und oder UVC, die die Erde erreicht, Sichtbarkeitsbeeinträchtigung. Auf der letzten Seite der Gesetzesvorlage, nach der der Lizenzierungsprozess öffentlich erfolgen müsste, heißt es abschließend: Dieses Gesetz würde ein System zur Regulierung der absichtlichen Manipulation der globalen Umwelt durch verschiedene Mittel, die als Geoengineering bekannt sind, schaffen. Dieses Gesetz würde auch vorsehen, dass eine Person, die sich in Geoengineering-Aktivitäten engagiert, eine Lizenz vom Direktor der Abteilung für Umweltmanagement benötigen würde. Dank an konjunktion.info für die Übersetzung. So, damit hätten sich die Chemtrails und ihre negativen Folgen für Mensch, Tier und Umwelt als bloße Verschwörungstheorie hiermit endgültig und ein für allemal erledigt. Sehr zum Leidwesen des Establishments und sonstiger Propagandisten. Ob die Gesetzesvorlage nun tatsächlich kritisch mit dem Thema umgeht oder die Chemtrails schlussendlich einfach legalisieren will, ist an dieser Stelle erst einmal zweitrangig. Bedeutend ist, dass es überhaupt mal vermehrt von offizieller Seite angesprochen wird und somit der Weltbevölkerung die Chance gibt, die Tomaten von den Augen endlich einmal wegzunehmen. Chemtrails, Streifen, die sich nicht auflösen, sondern am Himmel bleiben und sich ausdehnen. Chemtrails über einem Feld in den USA. Im linken Bereich erkennt man, wie die Streifen sich bereits ausgedehnt haben und anfangen, den Himmel zu bedecken und zu verdunkeln. Typisch sind Kreuz- und Schachbrettmuster, damit die ausdehnenden Streifen eine zugezogene Wolkendecke bilden. Sagen Sie mir bitte nicht, dass Sie solch ein Phänomen bei sich in der Gegend noch nie beobachtet haben. Ich sehe das bei mir fast täglich und das seit vielen Jahren.